da seid ihr ja wieder. Ja, ich wurde getaggt und zwar Feldherring schwitzen mit der schwachen Hand. Mein erstes Tag, werde mich bemühen. Wir befinden Sie übrigens bei in Mülheim-Kellisch an einem Brunnen für Salz und also jodhaltiges und eisenhaltiges Wasser. Aber da wollen wir nicht drehen, sondern woanders. Dann kommt man mit. Großer Zauber. Also die Spitze haben wir schon mal fertig. Und jetzt mache ich hier einen Schnitt nach oben rein. Komm mal näher. So, das war jetzt Nummer 1. Die Spitze, das wo ich das Seil befestige, den anschließend hier rein zu kloppen. Nummer 1. Den ganz herkömmlichen Bundeswehrmesser. Wie man sieht, das geht schon wesentlich einfacher als mit dem Bundeswehrmesser. Noch wesentlich feiner arbeiten. Schön ist selten, schön ist nicht, aber selten. Man denkt sich jetzt hier oben einfach das weg. Man sieht hier unten die Spitze und hier wieder der Haken, wo das Seil reinkommt. Das war's. Schnell. Nicht schön, aber selten. Ich halte jetzt nochmal die Kamera schön über das ganze Tal. Da filmt man meine Frau, macht das. Ganz langsam, weil die Kamera das nicht so einfach kann. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich tagge keinen, ist ja nicht meins. Und sehen uns im nächsten Video. Danke für Bewertung, Kommentare und Subscribe. Tschüss.
Ja, die ist noch gut. Kann sie aber zu Hause auch noch liegen lassen. Möchte ich noch zu Hause liegen lassen? Und trocknen. Und trocknen? Okay. So bis Weihnachten. Bis Weihnachten. Ist ja nicht mehr lang. Bis dann ist es Herbstdeko. Weil wir sind ja schon mitten im Weihnachtsgeschäft, gell? Ganz wichtig, wenn man Knüppel schmeißt, muss man gucken, wo er runterkommt. Natürlich machen die anderen uns einfach wieder alles nach. So ist es. Diebe. Ich finde, ihr habt auch einen sehr eigenartigen Ruf, wenn die noch nicht reif sind. Ich mach. Ja, mal riechen. Super. Oh, ich meine, ich wollte jetzt einen Stock schmeißen. Soll ich? Nee, nur. Das ist ein Border Collie. Schöner Hund. Komm, wir nehmen uns hier dann noch einen Apfel. Ein Apfel? Es ist heute Gratistag. Heute ist Sonntag. Heute ist alles im Wasser. Wasser, Kartoffeln, Nüsse, Äpfel. Weglaufen. Das war's, den nehme ich mit nach Hause. Das ist jetzt die Hausordnung für die Frau. Bis demnächst. Tschüss.
Sacken. Ja, wie man sehen kann. Der Sack ist langsam voll, aber wir kriegen den Nahlzeit voll. Also, und die Stockspeiserei kann man sich sparen, weil eigentlich kann man die auch so füllen. So, die lassen wir uns schmecken. Die sind nicht gespritzt. Das würde man auch riechen. Riech mal. Was hältst du denn das Schall von Mund? Schnaufst du mir das? Stopp! Ein Pferd. Nee, zwei Pferde. Ein Hannoveraner und ein Haflinger. So, du darfst weitermachen. So, wie gesagt. Schneid dich nicht, gell? Na. Und ein Jack Russell kommt hinterher geschlupft. Entschuldigung. So, komm her, kannst du noch mal versuchen. Wer ist das Zauberwort? Guten Appetit heißt das. Übrigens, mein Mora ist ja ein Kohlenstoffstahl und abzuschneiden, da ist Säure drin, das heißt, da kommt jetzt eine Patina drauf. Naja. Das jetzt aber. Macht euch ab in den Wald oder raus in die Natur. Seht selber wie das. Tschö. Übrigens jetzt um die Jahreszeit, wo die Kartoffelfelder geerntet werden, die ganzen Maschinen, die ganzen Kartoffeln ja nicht alle einsammeln, solltet ihr mal rausgehen auf die Felder und euch ein paar Kartoffeln holen. Die kosten nichts. Und wenn ihr die eh beim Feuer röstet, schmecken die sehr lecker. Jetzt ist aber Schluss. Tschüss. Ach, da ist ja die Kamerafrau. Aua, langsam, langsam, langsam. Jetzt gibt's ja mal Gummi. Ja, auf dein Auto! Der weibliche Walter Röhrl, hier ist er! Hiha!
Universum. Da gibt's Punkte für, die sind Ü40. Ja!